Braucht den da leider. Ich brauche sein Herz. Alter. Gleichzeitig scannen, das ist gar nicht so einfach. Feuer, ja. Den muss ich noch haben. Sieh zu, wie du da rauskommst. Was hab ich auf den anderen gepackt? Hab ich den anderen klar gemacht gerade. Ich hab mir das gemerkt. Bring AFK. Sind ja jetzt. So viele. Ah, ich weiß wieder, wie ich es gemacht habe. Sind echt nicht ohne. Ich hasse die. Aua. Den dahinter schon wieder nicht gesehen. Ich kann schon wieder kritischen Schlag nicht drücken. Und wo kommst du eigentlich schon wieder her? Thank you.
Feigling. Ja, jetzt abhauen, ne? Du. So bleibe ich im Kampf. Deswegen hasse ich die Affen. Die Affen stressen mich so extrem. Nehme ich mit. Ich hoffe, ich habe die Rohstoffe bekommen, die ich irgendwie brauche. Ist noch was? So, questtechnisch, was habe ich jetzt? Werkbank brauche ich jetzt. Jetzt brauche ich eine Werkbank. So, ist vielleicht irgendwo, wo ich hin muss in der Nähe, eine Werkbank? Da war ein Unterschlupf. Da wäre nämlich noch ein Flugschreiber. Da unten wären noch Beuteaufträge. Nein. Trinken. Alles klar. Die Affen stressen nicht nur, weil du ihre Herzen wolltest. Ja, also. Es fängt an zu regnen. Die soll mal nicht so sein. Das ist jetzt die gute Stolperfalle, die wir hier haben, ne? Ja. Kletterkiefer. Sturmvogel, Sturmkanone. Wollt ihr vielleicht noch eine Leber von mir oder so? Spitzenfeuerklauenherz. Spitzenkletterkieferherz. Seht ihr, ich brauche immer noch ein Kletterkieferherz. Sturmvogel. Ah! Wie ätzend soll das Tier sein, das ihr bekämpft? Ja. Ja. Mhm. Frostklaue Beutelgewebe. Den benutze ich halt eh fast gar nicht. Pirscher Tarngenerator, ja. Wenn die ersten Stufen einfach schwerer zu erreichen sind als alle anderen. Ach so. Jetzt habe ich ihn stattdessen hier drin. Warte mal ganz kurz. Habe ich ihn jetzt aus Versehen mitgenommen?
Ich nehme mit. Gut. Wo wollten wir jetzt hin? Theoretisch ist da ein Unterschlupf, aber ist jetzt egal, ist jetzt nicht so wichtig. Richtung Flugschreiber, ne? Hase, machst du immer noch Werbung für das Gewinnspiel? Denkst du da dran? Meine cuten Wächter. Weiß eigentlich irgendjemand, ob es wieder Funko-Pops geben wird? In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Haus hinzufügen. Ich markiere den Ort in meinem Fokus und komme später wieder. Pirscher. Ich bin in der Nähe von dem Pirscher-Areal. Ein Akku. Achso, das ist. Ich dachte, da gerade sind irgendwelche Schlangen drin. Akku? Ein Akku? Kommt in meinen Vorrat. Ein Akku. Sind das Wasserhahn? Ich sollte Ihnen helfen. Wasserhahn? Wasserrahmen Not. Ich sollte Ihnen helfen. Wo ist meine Stolperfalle? Daten zur Überbrückung der Maschine könnten in einer anderen Flugstätte sein. Freu dich nicht zu früh. Danke für die Hilfe, Jägerin. Ja, abwarten und Tee trinken. Noch habe ich nicht so viel gemacht. Für das andere.
Aua. Sag mal, ich kann dich nicht mal sehen, aber du schießt schon auf mich? Der Pirscher ist gerade zusammengebrochen, heult. Gut, Leute. Alter! Hey, Schuss. Ey, kann ich vielleicht auch mal schießen? Nicht zurückziehen. Seh nicht, Zell. Ich wollte das Teil haben, du blöder Osram. Ich so, geil, er liegt am Boden. Ich kann das Teil abschießen. Und der Osram so, oh, ich kann ihn tot machen. Hass. Ich muss bereit sein. Also Pfeilgewehre kann ich dir bringen. Hier? Da? Bitteschön. Ich hab hier gerade geplündert. Meine Leute sind außer Gefecht. Hat er diese Dinger? Ich glaube, das war der letzte Minenwerfer. Ein schöner Pirscher Tarngenerator. Du sagtest, du brauchst Minenwerfer? Bitte sehr. Ach, danke. Salga! Stell die hier um das Lager herum auf, okay? So, rotes Haar. Tötet Maschinen, wie ich Bier trinke. Das muss dann wohl die Retterin von Meridian sein. Aloy, reicht. Würdest du mir verraten, warum ihr mitten im Tenakt-Gebiet Pirscher jagt? Nicht jagen, plündern. Ihr seid also Plünderer. Gehört ihr zu Kerufs Leuten? Ja, allerdings. Und ihr wollt für ihn eine Rüstung schmieden? Hier draußen? Unser Anführer, Warend, war besessen vom verbotenen Westen. Er hat jede Geschichte darüber verschlungen. Und er war überzeugt, dass er die Teile für die Rüstung im Dschungel findet. Hat er keine Angst vor den Tenakt? Oder vor Maschinen? Er dachte, wir könnten ihn ausweichen. Doch vor ein paar Tagen trafen wir auf einen Donnerkiefer. Warend konnte ihn vom Lager weglocken. Doch er kehrte nicht zurück. Jetzt ist er weg und wir haben nicht mal die Rüstungspläne. Sie sind weggesperrt. In der Truhe. Vielleicht kannst du ihn suchen. Könnte die Truhe Selbst aufbrechen. Wenn du nur seine Leiche findest, sollte er noch den Schlüssel haben. Ich kann es versuchen. Kümmer du dich jetzt um deine Leute. Mach ich. Hier. Alles, was du wissen musst, steht im Vertrag. Er war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und damit hat er das Sagen. Eine Sturmvogelkanone dafür bekommen. Dank unserer neuen Freundin haben wir genug Minen, um ungebetene Gäste abzuwehren. Hier zu bleiben ist keine Befehl.
haben. Mal ganz kurz eine manuelle Speicherung. Weil ich das Gefühl habe, dass sich das Spiel manchmal, wenn es so lange läuft, so ein bisschen auffängt mit dem Ganzen. Nein, das will ich nicht. Ah, okay. Hm. Im Moment. Ich bin sicher, da nur überlegt sich was. Na gut, dann müssen wir da wohl hin. Musste Waren sich einen mit verdammten Sümpfen aussuchen. Hallöchen, Manu. Ich sollte dann nur das Vertrag lesen. Nicht, dass mir etwas Wichtiges entgeht. Gewinnspiel wollte ich auflösen am Ende des Streams. Gleichmäßig atmen. Überlegen, was als nächstes kommt. Bei der Map gerade musst du doch nur noch das Weiße aufdecken oder geht es dann noch weiter? Aufdecken muss ich das hier quasi noch, damit ich auch überall hinreisen kann. Und das hier liegt momentan noch im Nebel, weil ich habe ja den Langhals hier noch nicht gemacht. Und das scheint auch ein Bereich der Map zu sein, wo du nicht hinkommst aktuell. Die haben ja gesagt, du kannst hier momentan nicht hinschwimmen. Hoppala. Ich denke, wir kriegen irgendwann die Fähigkeit zu fliegen. Weil wir haben ja auch noch eine Quest mit Fliegen. Und dann können wir darüber. Sehr schön. Was ist das hier? Panzerwanderer-Areal? Halt, wo reitet ihr hin? Kannst du bitte nicht einfach den Kurs ändern? So, jetzt schön am Behemoth vorbei. Ein Behemoth könnte einen Berg niederwalzen, wenn er wollte. Ja? Also lauf. Gehüpft. Also die Sumpflandschaft hier ist ja auch der Knüller. Das ist mega cool hier. Hier sind sie laut Danurs Vertrag auf einen Donnerkiefer gestoßen. Bevor Warend ihn weggelockt hat. Mal sehen, ob ein Fokus irgendetwas findet. Oh, die Sümpfe sind mega. Aber es wird schon wieder Nacht. Ma, kannst nicht einfach Tag bleiben? Jede Menge abgebrochene Bäume. Der Donnerkiefer ist auf der Osaram-Jagd durch den Dschungel gerannt. War schönes Areal hier mit dem Sumpf. Hey, anscheinend bist du bei einer Brutstätte. Du erlangst vielleicht weitere Maschinenüberbrückungen aus dem Kern. Ich werde den Standort in deinem Fokus markieren. Okay, danke, Gaia. Brutstätte Chi. Chi. Ist die? Ich werde den Standort mit... Was? Wo ist denn die Brutstätte?
Wahrscheinlich hier hinter, in dem Bereich. Gerade genieße ich das hier einfach. Darin hat den Donnerkäfer auf Trab gehalten. Aber das hätte nicht ewig funktioniert. Oh! Ein Donnerkäfer. Und Warrend. Er konnte ihn wohl erledigen, bevor der ihn töten konnte. Okay, ich muss den Schlüssel für Danur finden. Ich sollte mir Warrend genau ansehen. Der Arme. Kein Schlüssel. Irgendwo hier muss er doch sein. Vielleicht findet ihn ja mein Fokus. Kann ich ihn plündern? Schade. Maschinenspuren. Für einen Donnerkiefer zu klein. Muss Warrend beim Kampf gegen den Donnerkiefer abgetrennt haben. Oh oh. Den Donnerkiefer abgetrennt. Kletterkiefer! Wird die Angriffe schwächen. Schnappen sich alles, was sie finden. Vielleicht haben sie Warrends Schlüssel. Ich sollte den Wasserfall hinauf und nachsehen, ob sie was dagelassen haben. Hast du schon mal gesagt, dass ich die Affen nicht leiden kann?